Na, warum guckt mich Lil Bro so an? Ihm scheint das Essen nicht zu gefallen. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Gestern kam kein Video, weil ich den halben Tag im Winterschlaf war. Deswegen sorry. Aber keine Sorge, ich bin zurück mit mal wieder absolut geisteskranken Clips. Heute gibt's alles von dummen Ideen bis hin zu zwei Mädchen, die sich die schärfste Chili der Welt reinziehen. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende. Oh nein, es geht schon gut los. Hallo. Ach du Scheiße, auch noch eine Oma. Das ist absolut gemein. Die Arme kam gerade von ihrem Mittagsschlaf, hält wahrscheinlich noch ihre Ohren richtig dran an den Lautsprecher, weil sie nicht gut hört. Und dann kommt sowas an. Hallo. Der Schrei hört sich gar nicht gut an. Okay, bei diesem Typen frage ich mich echt, wie viel Prozent von seinem Gehirn noch nicht grau ist. Tja, er hat sich einfach die Hairline weggebrannt. Oh mein Gott, Bro. Oh, hell no, man. Also ich will nichts sagen, aber selber schuld. Was war denn auch der erste Plan? Wolltest du wirklich das Ding essen? Ja, guten Hunger, ne? Aber da sieht man mal wieder, wer auf dumme Ideen kommt, wird dumm bestraft. Der Arme hat jetzt erstmal die nächsten 2 Monate damit zu kämpfen, so rumzulaufen und jedem zu erklären, wie das passiert ist. Ja, sieht echt Arsch aus. Ihr kennt doch bestimmt alle diesen Moment, wenn es gerade so Sommerferien sind. Ihr genießt wirklich diese 6 Wochen so richtig, richtig, richtig nice mit euren Homies und vergesst einfach mal den kompletten Schulstress. Und naja, einen Tag bevor die Schule wieder losgeht, holt ihr euren Ranzen aus der verstaubten Ecke raus, öffnet ihn, um eure Brotbüchse rauszuholen und seht plötzlich das. Voila. Oh. Holy Sch**, die haben einfach gefühlt Pandoras Büchse geöffnet und einen jahrhundertealten Fluch freigelassen. Was ging in dieser Brotbüchse ab? Also sag mal ehrlich, ich erkenne nicht mal, was da vorher drinne war. Was ist das? Aber ich sag euch ehrlich, meine Brotbüchse sah auch immer genauso aus, wenn ich sie 6 Wochen vergessen hatte. So überprüft man, ob der Ofen schon warm ist. Okay, ich bin gespannt. Also eigentlich gibt's ja so eine Anzeige, aber scheinbar haben die Jungs hier einen neuen Trick gefunden. Ey, 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 na, na, na. Ja, gut. Ich glaube, der Ofen ist heiß genug, Bro. Man kann ihn benutzen. Der ist safe schon gut vorgeheizt. Oh Mann, das ist schon wieder so random. Das ist genau das, was ich erwartet habe, was passiert. Jo, was hat er da vor? Und by the way, was ist das überhaupt für eine Sprache? Bon ton, ha? Yo, 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 yo. Du zündest doch jetzt nicht gerade wirklich einen Böller unter einem Glas in deinem Zimmer. Was, also, was erwartest du jetzt, was passiert? Ja, ja. Ew, okay. Aber ja, das ist genau auch das, was ich gedacht habe, was passiert. Also, was soll denn auch anderes passieren? Ey, ich hab doch gesagt, heute sind absolute Vollidioten in diesem Video. Und by the way, liebes YouTube-Team, dieser Person ist natürlich nichts passiert. Das war alles nur ein geprobter Stunt. Versprochen. Englische Polizei versus deutsche Polizei. You are beautiful, hey. you are the sexiest police. God damn, ich habe noch nie so hübsche Polizisten in Deutschland gesehen. Okay, das ist heftig. Sie wollte ihn einfach fast küssen. Und naja, jetzt schauen wir mal, wieso die deutschen Polizistinnen drauf sind. Ich wurde gerade in den Arsch gepackt und diese Frau will mir nicht helfen. Handy her. Nein. Handy her. Nein. Alles klar, gut, danke. Was auch immer hier gerade passiert ist und was auch mit dieser Polizistin abging, keine Ahnung, Mann, aber ja, Classic Deutschland. Erstmal Handy her, weil das, was hier gerade passiert, ist gegen den Datenschutz. Ist mir egal, was hier passiert ist. Mach erstmal das Handy aus. Keine Videos, keine Fotos. Der Arme wurde danach auch safe noch verhaftet. Wenn du schon über 1 Jahr mit ihr zusammen bist. Warum ist gerade so, ich stell mir gerade so vor, wie du ausrastest. Ja, Dings, ich habe meine Mutter gefragt und Bombs furzen. Ja, war nochmal.
Oha, okay. Bruder, what the f***? Also ich sag ehrlich, wenn man seine Freundin ein bisschen besser kennenlernt, ja, okay, aber nee, sowas ist garantiert nicht normal. Also, meine Freundin hat mir damals nicht solche Audios geschickt und hätte sie sowas doch getan, Bro, for real, ich hätte instant Schluss gemacht. Also das ist ein bisschen too much, das muss echt nicht sein. Yo, einer meiner Homies hatte heute seinen ersten Tag als Kellner, also sein erster richtiger Beruf. Und er hat sich schon richtig drauf gefreut, endlich arbeiten zu gehen und vor allem diesen Job zu meistern, weil er will Profi-Kellner später werden. Und ja, mal schauen, wie er sich so anstellt. Oh, das ist er, das ist er. Guckt mal, wie geübt er auch schon ist, wie viele Teller er auf einer Hand tragen kann. Oh. Ja, gut. Passiert den Besten, ne? Oh Gott, die arme Frau, die einfach nur entspannt was essen wollte. Und jetzt kriegt sie irgend so eine ekelhafte, disgusting Soße über ihren Kopf. Ich sehe doch, dass der Bre am Lachen ist unter der Maske. Er weiß auch schon ganz genau, dass er heute nach dem ersten Tag direkt gekündigt wird. Aber egal, war lustig. By the way, was ist das überhaupt für ein Restaurant? Die bekommen einfach das Essen in solchen Lieferungspappschalen. Geil, Mann. Dafür gehe ich ins Restaurant, um genau das gleiche Feeling zu haben, wie wenn ich es bestelle. Super. Die zwei Jungs hier spielen ein bisschen Baseball im Garten und naja, schaut mal, was passiert. Okay, chill doch mal, Mann. Der Ball ist doch nur zum Nachbarn geflogen. Was machst du jetzt so Filme? Ey, ich sag euch ehrlich, nichts gegen Kinder, aber wenn ich das so sehe und wenn mein Kind später ohne Grund so ausrasten sollte... Ich kann für nichts garantieren, dass ich nicht ganz zufällig mal am Morgen Milch holen gehe. POV, du fragst die Lehrerin, ob du aufs Klo gehen darfst. Du fragst die Lehrerin, ob du aufs Klo gehen darfst. Er snackt sich einfach einen Döner rein. Einfach so. Mitten im Unterricht. Ich sag so wie es ist, der klassische Alltag in einer Duisburger Schule, da wird sowieso auf alles geschissen. Wie man hier auch gut sieht, der Bre isst einfach einen Döner mitten im Unterricht. So, weil er weiß, dass es sowieso niemanden interessiert. Der wird nach 30 Minuten wieder in den Klassenraum kommen, ultra nach Knoblauch und Döner riechen. Aber es wird keinen interessieren, weil es Duisburg ist. Ganz einfach. Aber auch smart gemacht von ihm. Er hat gefragt, ob er aufs Klo darf. Und ja, durfte er. Er ist halt nur vorher ein Döner essen gegangen und danach aufs Klo. Also, gibt ja sowieso kein Problem. Alles legitim. Ja, und diese zwei Mädchen hier hatten auch einen richtig, richtig guten Plan. Today we're gonna be eating the Carolina Reaper pepper. These are the world's hottest pepper. Ach ja, noch komplett euphorisch und ultra gehypt, ziehen sie sich jetzt die schärfste Chili der Welt rein. Hottest pepper. Wie man jetzt gerade sieht, während sie reinbeißen, sie sind noch gut gelaunt und gut drauf. Oha, das ballert direkt rein. Die Linke bekommt, glaube ich, gerade einen Tollwutanfall. Was geht denn da ab? Hä? Ja, okay, es ist scharf, aber warum musst du jetzt duschen? It's still burning? She's just sitting here drooling. Ey, yo, was geht ab? Ich sag ehrlich, ich hab ein bisschen Mitleid, ne? Wenn wir das mal vergleichen, wie die zwei Mädchen am Anfang drauf waren und wie sie jetzt drauf sind, das sind einfach komplett unterschiedliche Menschen. That wasn't a good idea. Holy hell. Und wer auch immer der Kameramann war, ich wette, es war seine Idee. Der Typ hat gerade die Zeit seines Lebens. Genau das ist er, als er das gerade filmt. I didn't think I hurt that bad. You okay?
Hey, yo, okay. Da kommt gerade der Dämon aus ihr rausgekrochen. Was passiert da? Das war absolut gottlos, Mann. Den Mädchen ist natürlich nichts passiert. Und die waren auch schon volljährig, liebes YouTube-Team, okay? Falls ihr wieder mein Video sperren wollt. Nein, die waren schon volljährig. Alles gut. Naja, wie ihr wisst, es gibt gute Ideen, schlechte Ideen. Und dann gibt es auch noch eine Idee von mir, die 10 von 10 ist. Und zwar, liked einfach das Video. Wie wär's denn damit? Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.